Mario und seine Armee von Bubus haben lang trainiert und sind nun bereit, gegen die Pikatos, die Mücken hier, die hier leben, anzukämpfen. Alarm, Alarm! Los geht's! Angriff! Ah! Immer draufhauen! Kommt schon, wir können sie schlagen, wenn wir alle gemeinsam kämpfen. Oh Gott, sie fallen um wie die Fliegen. Ist gar nicht gut. Okay, je nachdem welche Seite, ne? Aber es scheint, wir haben gewonnen. Geschafft, die Pikatos sind alle besiegt. Und jetzt müssen wir nur noch ihre Festung erstürmen. Das wird ein Klacks. Und sehr gut. Ich bin sehr stolz auf meine kleine Bubu-Armee. Aber wir müssen aufpassen, denn hier sind noch ein paar weitere Gegner, die sie fressen wollen. Habt ihr das gesehen? Der wollte die Bubus fressen. Okay, ich kann euch hier festhalten. Okay, was bringt mir das? Keine Ahnung. Irgendwie nichts. Kommen alle mit. Lass uns hier mal ein wenig umschauen. Ah, und kämpfen, wie es scheint. Die Ringerpflanzen haben immer noch nicht dazugelernt. Nicht so viel auf einmal. Na gut. Wozu habe ich Kupio? Wenn nicht für so eine Situation. Ich weiß, meine Songklasse ist hier top-notch 1A. Müsst ihr mir nicht sagen. Ich weiß das schon. Ach, Mist. Schon. Okay, wenn sie ihren Kopf drehen, dann A drücken. Ah, war jetzt ein bisschen früh, war jetzt ein bisschen früh. Jetzt. Okay, sehr nice, sehr nice. Kupio! Mach deinen Job als Powerpanzer! Sehr schön. Und Felix P. geben die auch. 12 Stück, die lassen sich sehen. Ja, von den KP. Ich glaube, noch geht's mit dem KP. Ich glaube, als nächstes könnte ich nochmal auf BP leveln. Ach, apropos, wir haben ja letztes Mal beim Level Up OP gelevelt. Und jetzt haben wir 3 weitere OP, die wir ausgeben können. Und da ist natürlich die Frage: Herzlein auf jeden Fall rein. Und ansonsten, der Power Lords wäre halt geil, ne? Na gut, aber ich weiß auch nicht, ob ich den jetzt unbedingt da drin haben will. Ah, nehmen wir den Power Hauer. Damit wir irgendwas drin haben. Okay. Schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. 101, ja gut, dass wir genauso viele haben. Glück gehabt. Das war eine Falle! Nein! Was war das denn? Was ist passiert? Ihr Spatzenhirne, ihr seid mir voll in die Falle gegangen. Das hat mich inspiriert, als ich euch so zusammenkleben sah. Ich hab euch reingelegt mit meinem Podest. Was für ein Einfallspinsel, ich lach mich schief. Jetzt wo ihr mir aus dem Weg seid, kann ich ganz in Ruhe das Sternenjuwel suchen. Nicht cool, Mann. Gar nicht cool. Mario, was sollen wir denn tun? Irgendwie müssen wir wieder rauskommen. Aber wie? Pupi, hast du eine Ahnung? Ja, Mann, benutzt doch einfach die neue. Die neue, sagst du? Stimmt, vielleicht könnte sie uns hier rauspusten. Nee, vielleicht von der anderen Seite? Ich kann alle in der Ecke drängen. Das scheint irgendwie nicht zu klappen. Versammelt euch nochmal hier. Seht ihr denn nicht das hier auch? Dieses X da unten? Das muss doch irgendwas bedeuten. Das kann ja irgendwie nicht sein alles. Warte mal, vielleicht andersrum. Vielleicht von hier stehen bleiben. Alle aufs X bringen. Nee. Vielleicht doch was mit Kupio. Ich glaube aber nicht, dass er uns hier helfen kann. Nope. Lass uns hier raus! Okay, ich lasse euch da noch drinnen. Viel Spaß. Ich habe mein Bestes gegeben. Mario, mein Held, wir sollen diese süßen Bubis irgendwie hier rausholen. Hey Mario, lass uns helfen, wir zählen auf dich. Ich werde euch da rausholen, keine Sorge. Lasst mir nur ein bisschen Zeit, ja? Oh, ein Schalter. Oh, die ist so viel Symbol auf den Säulen. Mir ist, als hätten wir die schon irgendwo mal gesehen.
Ist das so? Ja, doch, stimmt. Die haben wir schon mal gesehen. Oh nein, sag mir nicht. Nein. Verstehe. Oh, was soll denn das? Der ganze Baum hat ja gezittert. Okay, wir müssen die in dieser Reihenfolge wie abgebildet hinbringen. Also Sonne, Mond, Bubu-Stern. Sonne, Mond, Bubu-Stern. Das ist hier das Passwort. Okay, ich hab's. Ich muss nur noch herausfinden, wie ich da wieder zurückkomme. Also, wie der Weg dorthin war. Das weiß ich gerade leider nicht. Und vor allem sind ja auch noch böse Piranha-Pflanzen, die mir an den Leder wollen. Und ich will aber nicht. Ich glaube, wir müssen hier runterfallen, dann nach rechts. Nein, nach rechts. Zwar mal nach rechts von hier aus. Ja, doch, jetzt weiß ich wieder. Und wie man da hinkommt an diesem Fragezeichenblock, habe ich immer noch keine Ahnung. Leider nicht. Leider kann ich hier nicht sprinten oder sowas, denn das gibt es nicht. Bei später, aber jetzt habe ich das auf jeden Fall nicht ausgerüstet. Ich glaube, hier eins weiter. Hier war ja der Kampf. Der erste Krieg, der kleine Krieg mit 10 Bubus. Und dann war doch. Genau, hier war das. Wie das jetzt nochmal? Sonne, Mond, Bubu, Stern, ne? Sonne, Mond, Bubu, Stern. Yes! Und auf einmal faltet sich da eine Tür auf. Oder die Säulen falten sich weg und die Tür ist nun sichtbar für uns. Also, gehen wir nochmal hinein. Was haben wir denn hier? Eine riesige Schatztruhe. Na klar, werde ich sie öffnen. Und wir erhalten die Superstiefel in schickem Blau. Toadette? Hallo, ich bin's, Toadette. Der hält Superstiefel. Herzlichen Glückwunsch. Damit kannst du eine neue Technik anwenden. Probieren wir es. Wenn du beim Sprung A drückst, führst du einen Stampfattacke aus. Der Trick dabei ist, A direkt nach dem Absprung zu drücken. Was macht Toadette in diesem Spiel? Die war auf jeden Fall nicht im Original. Ich habe das Original nicht gespielt. Okay. Stampfattacke, sehr nice. Großartig, das war super. Hast du die Schwung im Griff? Ich bin jetzt perfekt damit. Mhm. Gut, du beherrschst also. Okay, ich gehe wieder zurück in mein Universum. Ciao. Und übrigens, die kannst du damit kaputt machen. Oh, und du kannst auch im Kampf die Stampfattacke benutzen. Dein Angriffskraft bei Springen wurde übrigens auch erhöht. Viel Spaß damit im nächsten Kampf. Bis bald. Man sieht sich. Der hat auch ein neues T-Shirt an, glaube ich, oder? Okay. Krass. Danke, Spiel. Oh nein, warte mal, wo gab es denn überall jetzt diese Bodenplatten? Ich weiß es nicht mehr. Okay, das darf ich nicht versauen. Ich sehe nichts. Doch den 3D-Effekt. Nice, wir haben die Insignie. Der Sonne. Ist hier sonst noch irgendwas? Vielleicht ein paar Münzen oder ein Item oder so versteckt? Oh, das ist ein Orden. Da war noch ein Orden. Ich war mir nicht sicher, ob ich nochmal zurückspringen will. Ich dachte mir, nee, wahrscheinlich ist da nichts mehr. Doch, das ist noch was. Das holen wir uns natürlich auch noch. Kupio. Ja? Holen wir das. Okay. Charge Orden. Erhöht den Schaden, den Mario beim nächsten Angriff verursacht. Was heißt denn der nächste Angriff? Was soll denn damit gemeint sein? Okay, machen wir den. Oder was machen wir weg? Powerhauer für Charge. Das will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das scheint es auch gerade, glaube ich. Ein BP und dann mache ich mehr Schaden. Irgendwie sowas? Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. So, so. Ich glaube, jetzt gehen wir einfach nur wieder zurück. Es gab aber auf jeden Fall hier und da noch irgendwelche Orte mit diesen Bodenplatten, aber ich kann euch absolut nicht sagen, wo die waren, wo ich dafür hin muss. Also entweder das wird noch offensichtlich, ganz toll, oder ich werde das irgendwann backtracken müssen. Ist aber auch nicht so schlimm. War hier nicht der Rückweg? Nee, hier war der Shop. Ich wundere mich gerade, was ist, wenn man jetzt wieder zurückgeht zu der Oma und man
versucht, alle wieder zurückzurufen. Das würde ja eigentlich funktionieren, oder? Ich glaube, das würde doch nicht funktionieren. Und ich glaube, dass man da weiterkommt. Bei der Tür. Also komm, lass uns den Weg hier richtig entlang gehen. Komm, ich habe das Marschieren hier geübt mit den kleinen Bubus. Wenn Marius alleine nicht kann, dann wird er keine Kriege mehr hier überleben. In dem großen Mushroom Kingdom War, den es auf jeden Fall gibt und gab. Und bin das nur ich oder sieht dieser Hintergrund aus wie der Homebrew-Hintergrund? Naja, es ist auch nicht so richtig. Das war ein bisschen random. Okay, kleinen Bubus, ich bin hier und ich bin sowas von hier, um euch zu retten. Ja, komm, retten wir die erstmal, bevor wir jetzt irgendwo weitergehen. Kollegen! Ich muss kurz reinquetschen. War doch von hier. Freunde! Hört ihr mich? Jetzt hören sie mich. Mir nach! Super Mario! Da kommt er raus! Richtig, mein Name ist Super Mario. Ich hab das erfasst. Aber irgendwie sind es nicht alle rausgekommen, ne? Ich helfe euch mal auf die Sprünge. Ja, okay, ich verstehe schon. Die müssen dem Ding, ja, das Ding hier hören. Scuba-Wheel. Und dann müssen wir die wegpusten. Super! Irgendwie sind die ja schon süß. Aber lange nicht so wie Pikmin. Dennoch, man kann mit denen arbeiten. Das auf alle Fälle. Okay, wie schwer wird es jetzt sein, alle hier runterzukriegen? Nicht so schwer, wie ich gerade sehe, weil da ist ja noch dieses Podest. Ja, und dieses extra gekennzeichnet, wo Mario stehen soll. Danke, Spiel. Hallo, Kollege? Keine extra Würste hier? Danke. Und weiter geht's. Rein da. Hey, hast du ein Problem oder was? Diese blöden Krustionen sollen mal hier verschwinden endlich. Oh, ich habe jetzt 4 Schaden gemacht. War das mein Charge-Orden? Oder was war das? Ach nee, generell mache ich jetzt einfach 4 Schaden mit einem Sprung, weil ich einfach jetzt einen neuen Superstampfer habe. Und ich kann auch mal jetzt mit der Stampfattacke angreifen. Bam! Oh, das macht dann 3 Schaden. Okay, das funktioniert also anders als im 64-Teil, aber das ist echt kreativ. Das gefällt mir sogar mehr als wie das im Vorgängerspiel war. I like it. Sehr kreativ. Nicht so kreativ sind diese Gegner. Sind eigentlich ziemlich nervig, wenn ich ehrlich bin. Ach, wegen dem blöden Viecher. Komm, stopp das weg. Ja. Und dann nochmal den Body Slam. Bei den großen Wölkchen, die sie da hat, kann kein Gegner überleben. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, ich weiß es selber nicht, aber yeah! Den bösen Typen haben wir es gezeigt! Mal runterfallen? Ah! Ja, kann man. War vielleicht nicht die beste Idee. Nein! Oh, der kann mir einfach so Schaden machen. Oh oh. Ich weiß halt nicht, wo es weitergeht, wo es lang geht. Hier geht's weiter, oder? Ja, Mist, hier geht's weiter. Ich muss die kleinen Bubus holen. Ich kann nicht einfach ohne die weitergehen. Hm? Großer Baum, UG4. Wie riesig ist denn bitte dieser Baum? Ich weiß, der heißt großer Baum, aber es ist ja wirklich ein großer Baum. Heiliger Bim-Bam-Baum. Schnell weg hier. Folgt ihr mir? Jetzt folgt ihr mir. Okay, kommt mit. Weicht dem Gegner hier aus. Ist nicht so schwer. Ist leichter als es aussieht. Ein paar Wunden getroffen, aber die leben noch. Denen geht's noch gut. Und rein da. Jetzt beeilen sie sich natürlich. Wenn die hören, dass Mario in eine Holzröhre reingeht, dann beeilen sie sich natürlich. Juhu! Was? Das reicht nicht? Oder vielleicht andersrum. Nee. Goofy schafft das nicht. Mit deine Coops. Aber das schaffe ich. Nein, hey. Ich wollte nur Anlauf nehmen. Ich wollte nicht wieder zurück. Komm, wieder rein. Und jetzt.
Puh. Hä? Irgendwas stimmt hier gar nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Das geht nicht. Oder vielleicht kann ich nicht stehen. Nein? Okay, lass mich mal sehen. Ich kann hier nicht verschieben. Kann ich die wegblähen? So? Nee. Nee. Viel zu stark. Das schauen wir nicht. Okay. Onkel Mario muss sich mal ein bisschen umschauen hier. Um herauszufinden, was hier abgeht. Ah. Ein blauer Schalter. Der den anderen blauen Schalter wegmacht. Warum? Warum das denn? Geht das nicht? Okay. Und jetzt. Nein. Stand ich falsch? Vielleicht stand ich falsch. Ich versuch's nochmal. Jetzt hat's geklappt. Und ein Whirlpool! Das ganze Wasser saugt sich nach unten. Ja, ist eigentlich ganz gut. Denn die Lilypads erlauben uns hier uns umzuschauen. Aber wie sieht's mit den Bubus aus? Können die schwimmen? Oder zumindest das Wasser aushalten? Ich hoffe es doch. Und danke für den Schrumpferorden. Hiermit schrumpft Mario Gegner und schwächt sie. Ja, ist okay. Ist okay. Ich glaube, von den Dialogen her mag ich eigentlich Kupio am meisten bisher. Deshalb würde ich Kupio erstmal vorne lassen, wenn er gleich wieder irgendein Dialog kommt. Und die Insekten nehme ich mit. Ich habe schon einige von denen. Kann man sich die anschauen? Ah ja, dort. 5 Stück. Okay, wenn wir 6 Stück haben, können wir schon 2. Dann können wir schon eigentlich alle upgraden aufs Maximum, ne? Warum können die hier mit nach oben kommen? Macht das noch keinen Sinn? Weil die müssen ja eigentlich nur hier lang. Naja, ist auch egal. Sind wir da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ja, das sieht nach einem Ende aus. Komm, versuchen wir's. Und auf einmal. Oh nein, was ist das? Was passiert da? Ich wusste gar nicht, dass wir einen Fahrstuhl hier haben in dem Baum. Ich wusste es noch weniger. Ich bin heute das erste Mal in diesem Baum. Ah, oh, wo sind wir denn hier? Ja, ich kann mir gut vorstellen, wo wir sind. Wir sind hier am Ende. Sind wir aufgeheilt? Nein, überhaupt nicht. Na komm, ich brauche bestimmt irgendwelche Items, oder? Lass mal sehen. Pilzpfanne. Komm, ist die Pilzpfanne, Mario. Die schmeckt köstlich, schmächtlich und Gumbrina hilft uns. Ich weiß, ich habe Kupio gesagt, aber jetzt habe ich mich umentschieden. Kommt damit klar. Er kommt wohl gar nicht klar gerade. Es kann doch nur. Es muss doch irgendwo sein. Hä? Da kommt ja jemand. Hä? Warum fehlen mir ein paar Bubus? Hä, warum folgen die mir nicht? Warte mal, was? Hey! Die bleiben da einfach stehen! Hallo! Jetzt keine Scheu zeigen! Wir sind eine Armee! Vergiss das nicht! Okay, sie haben es nicht vergessen. Kleine Motivationsrede. Hat sie umgestimmt. Und diese Bubu-Statuen schauen mich gruselig an irgendwie. Ich mag das nicht. Überhaupt nicht. Wo ist der große Rune jetzt hin? Seltsam, aber na gut. Stellen wir uns hier rauf. Und schauen, was passiert. So wie jedes Mal. Der Baum, der zittert. Oder sind das wir? Da! Das zweite Sternjuwel. Wir haben's. Es ist schön grün. Wow, Mario. Da ist es ja. Das Sternjuwel. Hey, schau wie dieser Kerl. Da suche ich, suche und dann fällt es mir einfach in die Hände. Das Sternjuwel, endlich, was für ein Glück. Aber wen sehe ich denn da noch?
Ist das nicht dieser Trottel, der in meine Falle getappt ist? Und der noch dazu das Pech hat, das Sternjuwel nicht zu bekommen? Oh, mein Mitleid ist grenzenlos. Aber ich habe einen Trostpreis für dich. Willst du wissen, was es ist? Es ist der Auslöser für eine Zeitbombe! Bumm! Und dieser schöne große Baum wird in alle Winde zerstreut. Das klingt überhaupt nicht gut. Natürlich mit allem, was so drin ist. Ich für meinen Teil habe genug von diesem morschen alten Baum. Also auf nimmer Wiedersehen. 300 Sekunden? Ist aber großzügig, danke. Das sollte genug Zeit sein, um mir zu entkommen. Was, jetzt einmal geht einfach weiter? Mario, ich denke, wir sollten... Ja, das haben die Scheiß verstanden. Ich hab's doch verstanden, Leute. Kommt schnell, wir müssen uns beeilen. Ich weiß, er hat das Sternjuwel geklaut, aber wir müssen trotzdem jetzt hier abhauen. Ganz schnell. Das ist doch nicht euer Ernst. Und er schickt noch seine kleine Handlanger auf uns. Geht der Timer weiter? Er geht hier weiter. Okay. Gut, dass wir jetzt zumindest unsere Stampfattacke bekommen haben. Sehr, sehr nice. Und der Multikopfnuss. Bam! Wieso macht er nur einen Schaden? Oder mache ich den immer falsch? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, vielleicht mache ich irgendwas falsch. Ist doof. Ist wirklich doof. Na egal. Ja. Toll, dass wir jetzt unseren Zauber bekommen. Hier, überspringen. Der gibt uns. Ja, plus 3. Habe ich überhaupt nicht nötig, Mann. Ist halt schade. Irgendwie in diesem Spiel kommt das viel unnötiger vor. Das ist irgendwie schade. Vielleicht habe ich auch einfach nur sehr, sehr Pech. Das kann auch sein, aber du bist ja sehr, sehr viel Pech haben. Okay, ist hier noch irgendwo was? Die Zeit muss sein, Freunde. Es könnte ja ein Sternsplitter versteckt sein. Okay, ist nichts. Egal, komm. Lass sie dich öffnen. Nein, sag mir jetzt nicht mal, hätte ich die ganze erstmal auf diesen. Auf dieses Ding drücken müssen. Ah, ne, es ist nur. Okay, es ist hier. Wir sind hier. Nicht nach links. Links ist der Laden. Andererseits, vielleicht sollten wir die. Den Bescheid sagen. Nein, komm, Freunde, wir müssen denen Bescheid sagen. Die müssen natürlich auch noch fliehen. Hallo? Leute, ihr müsst fliehen, schnell! Was kann ich für dich tun? Okay, dann halt nicht. Warum auch immer, sie wollen nicht. Okay, na gut. Dann haben wir halt nur mit den 101 ab. Vielleicht sind sie ja da sicher in ihrem Versteck. Wahrscheinlich nicht, aber keine Ahnung, Mann. Müsst ihr jetzt an uns denken, wenn wir sie nicht überreden können. Okay, gut, dass wir die Gegner hier schon mal ausgeschaltet haben, weil sonst hätten wir jetzt... nervige kleine Piranha-Plage hier. So viel ist sicher. Also Leute, erledigt alles vorher, nicht nachher. Das ist mein Tipp. Jetzt ist mein Tipp. Schnell abbauen und fliehen! No. Was wird sonst noch aus uns geschehen? Oh, nicht das. Okay, das kann ein bisschen dauern. Komm. Okay, sehr gut. Das Ding schnell mitnehmen. Dann hier platzieren, dass sie sich alle hier sammeln. Okay, sehr gut. Oh, das ist gar nicht gut. Wir sollten dort nicht landen. Oh, oh, ich muss näher ran, ich muss näher ran. Okay, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Soll da drüben landen? Nein! Oh, das war gerade sehr, sehr knapp. Haben wir alle, haben wir alle? Ich glaube, wir haben alle. Bitte sammeln, wir haben alle. Ja, 101, perfekt. Hier ist der Ausgang. Schall durch. Okay, wir haben's. Oma! Oma, wo bist du, Oma? Nein! Wer bist du denn, du Hohlkugel? Hey, lass mich durch, du alte Hexe! Bursche! Hast du mich eben eine alte Hexe genannt? Zeig gefälligst etwas mehr Respekt vor dem Alter. Auch wenn es mich mein Leben kostet, ich muss dir jetzt mal was erzählen, ja? Was soll das denn, du verkalktes Fossil? Also damals, ich war noch ein blutjunges, lebenslustiges Ding. Ah, das war zu viel, mein Hexenschuss. Das kommt davon,
Was kommt davon, mir eine Gardinenpredigt teilen zu wollen? Warte, was ist, wenn wir jetzt einfach hier mit ihm warten? Hey Luna, bleib doch mal stehen! So kommst du uns nicht davon. Also, du gibst uns jetzt schön das Sternjuwel zurück. Und dann wirst du ganz schnell diesen Wald verlassen. Zumindest werde ich mal erst einmal den Zünder ausschalten. Schade, ich hätte wirklich gerne gewusst, was passiert wäre. Ihr kleinen Pestbeulen, ihr lasst mir keine Wahl, also beklagt euch nicht. Ja, was kommt denn jetzt? Noch eine Bombe? Schlimmer, eine Gacha-Kugel. Nee. Noch schlimmer. Los geht's, Crucibot. Ihr werdet viel Spaß haben in unseren neuesten Entwicklungen. Crucibot? Wow! Auf einmal sind wir ein Origami-King oder so. Alles klar. Kampf gegen den Crucibot. Zumindest hat sie die Bombe ausgeschaltet hier. Na, schaut euch schon die Knie? Ist schon beeindruckend, unser Crucibot, oder? Aber das ist noch gar nichts. Ich werde euch jetzt zeigen, was dieses Monster so kann. Oh, wirklich beeindruckend, aber das einzige Monster hier bist du. Außerdem, für meine gewöhnlich unfehlbare weibliche Intuition, drückt es nicht. Denn irgendwas stimmt nicht mit dem. Ja. Mir fällt auch schon auf, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. Aber Gubrida findet es heraus. Sie findet es nämlich immer heraus. Scannen für mich den Crucibot. Leider kann ich den Typen da drin nicht scannen. Der schützt sich dort. Also der Crucibot, ja? Lass mal sehen. Crucellus steuert diesen Crucion-Roboter. 30 KP, 2 Angriff, 1 Verteidigung. Oh, das ist der Boss hier. Ein großen Baum. Besonders gefährlich ist ein Cruci-Stampfer. Klar, der ist ja auch eher groß. Er kann auch seine Arme abtrennen und diese separat angreifen lassen. Für die Arme gilt 2 KP Angriff, KP meine ich, und 4 Angriff, keine Verteidigung. Die Arme sind ziemlich stark. Vielleicht solltest du sie zuerst ausschalten? Wie findest du eigentlich das Design von diesem Crucibot? Ich weiß ja nicht. Pink? Hä? Ist doch schick. Gut, Lila hat vielleicht mehr gepasst. Los geht's! Hier kommt der Cruci-Stampfer! Oh oh, oh oh. Er konnte sich nicht entscheiden. Aber wie krass das animiert ist. Aha, und wie krass du hier am Zacken bist, Kollege. Ich zeig dir mal, wie man das hier macht. Yahoo! Ja. Ah, seine Verteidigung ist halt doof, ne? Mist, ich habe keine BP mehr. Das ist gar nicht gut. Honigsirup trinken. Sehr gut, sehr gut. Und dann noch wieder sein Stampfer. Sieht so aus. Jetzt! Aber wird trotzdem gestampft, aber jetzt mal nur ein Leben. Weggeschenkt. Let's go! Okay, ich versuche mal mit der Stampfattacke. Das ist ja das Stärkste, was ich gegen ihn habe. Bis halt auf meine Karte, aber die kann ich ja gar nicht einsetzen, leider. Das, ah, nee. Ein anderes Gang kann ich leider auch nicht mit ihr. Ja, irgendwie ist sie gerade relativ schwach. Aber wir können ja den Kraftpunsch benutzen auf Mario. Dann macht der nächste Runde mehr Schaden. Du, du, du. Okay, sah ein bisschen komisch aus. Aber ist in Ordnung. Und wir kriegen ja ein HP zurück. Und was du zurückbekommst, ist die Trachtprügel, die du mir gerade verpasst hast. Bam! 7 Schaden, obwohl er Verteidigung hat. Das kann sich echt sehen lassen, du. So, nochmal ein Cooperblatt. Für nochmal 3 BP. Noch ein paar Runden, dann ist er down. Das war noch lange nicht alles. Ja? Schaut mal, was mein kleiner Freund noch so alles kann. Das wird euch aufwärmen. Ja, was zum... Wow! Ach, das meinte sie damit. Okay, folgendermaßen. Mario greift den großen Crucibot an. Und Gombrina erledigt die kleinen Arme, die er da hinterlässt. Yeah, 4 Schaden. Sehr schön. So, wir laden uns immer weiter auf. Vielleicht kann ich noch gleich... Aua, aua, viel Schnauze. 4 Schaden, ey. Können wir noch gleich unsere Schatzkarte benutzen? Das wäre zumindest sehr vorteilhaft. Oh oh. Wir sind verwundet worden.
Nicht so gut. Das heilt uns nur. Das ist nicht, was ich will. Was ich will. Was ich will, ist, dass der hier verschwindet. Ach. So, geht das nicht? Doch, irgendwie schon. Wie du sehen kannst. Bam. Jetzt hast du nicht mal irgendwelche Arme. Kannst uns nur noch stampfen. Aber empfehlen würde ich es dir nicht. Oh. Trotzdem kriegt er uns mit diesem Erdbeben. Okay, leider. Also es lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht mehr die Karte einzusetzen. Dennoch machen wir, glaube ich, genug Schaden, um ihn jetzt auszuschalten. Zumindest hoffe ich das. Ja, Bingo! Maximale BP. Um ihn jetzt nochmal mit Gombrina mit dem Multikopfnuss auszuschalten. Das kann doch nicht wahr sein. Danke für den Ball. Abschussbonus. Und 31 Experience Points. Das sind sehr viel. Na! Wie soll ich das so General Crucius erklären? Eines Tages werde ich es wahrscheinlich zahlen, ja? Oberst Crossellus, wartet doch auf uns! Kein Zucker, weg hier, wartet! Oh. Ey, du klaust uns das Ding bloß nicht, hast du verstanden? Geschafft, Mario! Endlich wird unser Baum wieder so friedlich werden, wie er immer war! Die Legende besagt, dieses Stern gehört jetzt dir. Dankeschön, ich nehme es auf jeden Fall an mich. Das bringt uns ein Stück weiter an das große Äonentor. Außerdem haben wir jetzt 3 Energie an der Sternleiste und eine neue Attacke, Paralyse. Ja, okay, finde das nicht besonders spannend. Aber dennoch bringt uns das weiter. Kapitel 2, geschafft. Nicht abgeschossen, sondern geschafft. Yeah. So besiegte Mario Crucillus und erhielt das 2. Sternjuwel. Die Armee der Crucionen wurde vertrieben und der Friede kehrte zurück in den großen Baum. Der Wunderwald war wieder erfüllt vom fröhlichen Geplapper der Bubus. Aber die Crucionen werden diese Schmach wohl nicht auf sich beruhen lassen. Sie werden alles unternehmen, um Marios Pläne zu vereiteln.